Das Spiel um Platz 5 und 6, das Spiel um Platz 3 ist um 14.45 Uhr. Also alle Anhänger von Beşiktaş Istanbul, 14.45 Uhr gibt es das Spiel um Platz 3. Marc-Patrick Meister und Eduard Graf, die Trainer von Borussia Dortmund, haben für dieses zweite Halbfinale folgende Elf auf den Rasen geschickt. Im Tor die Nummer 1, Till Siegemeier. Die Nummer 4, Merit Kurt. Mit der Nummer 5, Emanuel Mende. Die Nummer 8, Nils Dietz. Mit der Nummer 14, Lars Dietz. Die 16, Borgün Gümüşdas. Mit der 18, Patrick Franke. Die 19, Jonas Arweiler. Mit der 20, David Sauerland. Die 24, Halbola Alici. Und die 26, Sören Diekmann. Und das Spiel wird geleitet von Sven Rodig und ihm assistieren an der Seite Sandwich Schmidt und Simon Liga. Thank you.
theoretisch später Thank you.
Thank you.
Good.
19 Champions Trophy zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Noch keine Tore, 0 zu 0. Wenn sich dort richtig ordentlich austoben. Und es gibt auch noch was zu gewinnen. Die Allianzvertretung Martin Meyer hat tolles Gewinnspiel mitgebracht. Es gibt Eintrittskarten für das Spiel des FC Bayern München gegen Mainz 05 zu gewinnen. Jetzt geht es auch weiter mit den zweiten 25 Minuten. Zweites Halbfinale, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Spielstand 0 zu 0.
Zeit hat es keine Wechsel gegen beide Mannschaften und verändert. In der 30. Spielminute, erster Spielerwechsel bei Borussia Dortmund. Vom Feld gegangen ist die Nummer 19, Jonas Ahrweiler. Neun Spiel, die Nummer 9, Luca Steinfeld. Erster Spielerwechsel bei Borussia Mönchengladbach. Nicht mehr in der Begegnung die Nummer 19, Paul Cimanski. Dafür jetzt im Spiel die Nummer 17, Marcel Kanadi.
Thank you.
In der 36. Spielminute haben beide Teams gewechselt. Bei Borussia Mönchengladbach hat das Feld verlassen die Nummer 10 Joshua Holtby. Neu im Spiel die Nummer 18 Alexander Mischenko. Und auch Borussia Dortmund hat gewechselt. Nicht mehr im Spiel die Nummer 24 Hajdula Alici. Neu im Spiel die Nummer 11 Dobrovoj Drozdek. Spielwechsel bei Borussia Dortmund. Nicht mehr im Spiel die Nummer 26 Sören Diekmann. Dafür jetzt auf dem Rasen die Nummer 7 Vincent Stenzel. Thank you.
Thank you.
Sven Kohling fällt diese Begegnung ab. Das zweite Halbfinale. Torlos zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund nach 50 Minuten 0:0. Der ist der Elfmeter, geschossen von Borussia Mönchengladbach und der Spieler mit der Nummer 9, Jean-Luca Wilson. Zurück für Borussia Mönchengladbach, der erfolgreiche Schütze, die neuen Jean-Luca Rizzo. Bei Borussia Dortmund sind wir jetzt die Nummer 8, Nils Dietz. Steffen Schaber und Tor von Borussia Mönchengladbach hält diesen Elfmeter. Nächster Schütze, beide ganze Weiß. Begleitet auf der Gladbacher die Nummer 6, Michel Wiener.
Michel Wieler erhöht auf 2:0. Nächster Schütze für Borussia Dortmund, der Spieler mit der Nummer 16, Robin Gümüşkas. Rogin Gümüşkas verkürzt auf 2:1. Erfolgreicher Schütze. Der nächste, ganz im Weiß gekleidet, großer durch die Nachbarn, der Spieler mit der Nummer 7, zeigt Rogin am Decke. Noch der dritte Schütze von Borussia Mönchengladbach, Cy William Denge, trifft zum zwischenzeitlichen 3:1. Nächster Schütze für Borussia Dortmund, die Nummer 11, Domagoj Vlasek. Nikolas Klaasen schnappt sich den Ball des Spieler mit der Nummer 14 von Borussia Mönchengladbach. Und Nummer 14 trifft diesen dritten Elfmeter. Nikolas Klaasen beschert Borussia Mönchengladbach den Einzug ins Finale bei der 53. U19 Champions Trophy. Herzlichen Glückwunsch! Ja, die Gladbacher sind wieder damit im Endspiel von 16 Uhr gegen den Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Ja, Borussia Dortmund damit im Spiel um Platz 3 um 14:45 Uhr gegen Beşiktaş Istanbul.